für 80 Millionen Euro. Cristiano Ronaldo fordert Megagehalt. Entscheidet am Ende nur das Geld? Cristiano Ronaldo, 33, gehört zu den Ausnahmefußballern schlechthin, wurde unter anderem wiederholt mit dem Ballon d'Or als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. Seit der Saison 2009/2010 steht der Torschützenkönig regelmäßig für seinen Verein Real Madrid auf dem Platz. Der Vertrag zwischen dem Portugiesen und dem spanischen Verein steht auch noch bis 2021. Trotzdem soll sich jetzt bereits Gedanken über eine neue Fassung des Schreibens machen, erfordert ein echtes Megagehalt. Ganze 80 Millionen Euro brutto im Jahr sollen den talentierten Kicker laut El Confidencial in Madrid halten. Demnach stände Berater Jorge Mendes bereits mit Realpräsident Florentino Pérez in Verhandlungen. Schlappe 1,5 Millionen Euro soll der mehrfache Papa dann als wöchentliches Nettogehalt für seine Künste auf dem Rasen erhalten. Damit würde er nicht nur spitzenmäßig verdienen, er würde sogar Kicker-Kollege Lionel Messi, 30, vom Thron der bestbezahltesten Spieler kicken. Mit seinen rund 50 Millionen Euro Nettojahresgehalt würde er ganze 10 Millionen Euro über dem Verdienst des argentinischen Stars liegen, der laut Football Leaks wahnsinnige 40 Millionen pro Jahr einsackt. Aktuelles Nettoeinkommen beträgt übrigens weniger als die Hälfte von seinen neuen Forderungen, und zwar 21 Millionen Euro.